Dieses Jahr machen wir bei der OP-Softwarearchitektur im Stream. Lisa, was ist denn das überhaupt? Wir haben uns verschiedene Gäste eingeladen, die eigentlich Vorträge halten auf der OP, und wir wollen mit diesen Gästen zu verschiedenen Themen Interviews führen. Genau, den Anfang am 9.2., dem Dienstag, mache ich zusammen mit Michael Malberg. Und da geht es um Architekturentscheidungen, die sich auch wirtschaftlichen Zielen unterordnen müssen. Und Michael zeigt uns, warum das so ist und wie wir davon profitieren können und gibt uns einen kleinen Werkzeugkoffer, um damit produktiv umzugehen. Um 12:35 Uhr habe ich Stefan Zörner und Falk Sippach zu Gast. Wir wollen über Architektur-Reviews sprechen. Was ist das überhaupt? Wann kann man das nutzen? Wann sollte man das nutzen? Und vielleicht kommen wir sogar noch auf die Corona-Warn-App zu sprechen. Und um 13:15 Uhr sprechen wir mit Susanne Braun über Eventual Consistency. Sie forscht in diesem Bereich und will einige praktische Hinweise für Softwarearchitekten, Softwarearchitektinnen geben, wie sie da mit diesem Thema umgehen können und da mehr Sicherheit gewinnen können. Am Mittwoch, den 10.12., mache ich den Anfang mit Stefan Todt um 12:45 Uhr. Es geht darum, wie Enterprise-Architektur Beweglichkeit im Business unterstützen kann. Und das ist ganz spannend, weil oft ist Enterprise-Architektur ja so als Verhinderer verschrien und darüber wollen wir sprechen. Um 13:20 Uhr geht es dann lustig weiter mit Dennis Wagner und Marc Bless. Wir sprechen darüber, wie man Spiele auch in den Arbeitsalltag einbringen kann und wie man das sogar ernsthaft tun kann und Skeptiker überzeugen kann. Und um 13:55 Uhr spreche ich mit Lars Röwekamp über die ethischen Seiten von künstlicher Intelligenz. Da gibt es eine ganze Menge Auswirkungen und ich glaube, wir müssen uns als Softwarearchitekten, Softwarearchitektin darüber klar werden, wie wir persönlich damit umgehen wollen. Am Donnerstag, den 11.2., fange ich an mit Stefan Roog und Henning Wolf. Sie argumentieren, dass wir vielleicht mal Agilität so machen sollten, als ob wir es wirklich ernst meinen würden und dass in agilen Projekten oft technische Skills ja, vernachlässigt werden. Und das sind zwei ganz spannende Thesen, über die wir dann genauer reden möchten. Um 13:20 Uhr möchte ich mich mit Stefan Tilkoff darüber unterhalten, welche Aspekte der Softwarearchitektur für unterschiedliche Personengruppen eine Rolle spielen und warum Softwarearchitektur eine zentrale Rolle bei dem Erfolg eines Projektes spielt. Und um 13:55 Uhr spreche ich mit Bastian Spanneberg. Er arbeitet für die Firma Instana. Die haben einen relativ lang interessanten Weg hinter sich von Startup bis hin zu der Akquise durch IBM. Und Bastian wird mit mir darüber sprechen, wie Site Reliability Engineering über diesen Prozess sich verändert hat und eben das Business unterstützen konnte. Am Abend machen wir dann noch den English Evening am Donnerstag und um 18:30 Uhr mache ich den Anfang mit Grady Booch. Grady Booch ist ein Softwarearchitektur-Urgestein, hat unter anderem an UML mitgearbeitet und macht jetzt ganz spannende andere Sachen. Zum Beispiel geht es über künstliche Intelligenz und autonome Roboter, die man zum Mars schicken kann, um dort die menschliche Kolonialisierung vorzubereiten. Um 19:05 Uhr habe ich Aino Cory zu Gast und wir wollen über Retrospektiven sprechen. Welche Fallstricke gibt es dort? Wie kann man Retrospektiven besonders effektiv gestalten? Und mal schauen, worum wir noch reden. Und den Abschluss macht um 19:40 Uhr Linda Rising. Linda Rising hat das Buch Fearless Change geschrieben. Darum geht es, was kann man machen, damit Änderungen positiv angenommen werden? Warum ist das für uns interessant als Softwarearchitekten? Und wir wollen noch über das ganze Unbewusste, das Emotionale sprechen und wie wir als Softwarearchitekten davon das auch nutzen können, um eben besser in unserer Arbeit voranzukommen. Wie immer gibt es die Möglichkeit für Fragen und Kommentare und wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und viele Fragen, viele Kommentare. Bis dahin.